zur Knieschule mit Alexandra. Wir aktivieren heute unsere Beinmuskulatur, die unsere Knie stützt. Wenn ihr so ein bisschen Knieprobleme habt, könnt ihr euch so die eine oder andere Übung für den Alltag raussuchen und die immer wieder im Alltag einbauen. Das hilft euren Beinen einfach, dass sie beschwerdefreier werden. Wir fangen an, indem wir einfach mal unsere Muskelpumpe aktivieren. Ihr seid im hüftbreiten Stand. Aktiviert euer Bauch und euer Gesäß, die sind fest. Und wir heben im Wechsel die Ferse ab und pumpen einfach nach unten. Ganz locker. Das Ganze sollte ohne Kraft vonstatten gehen. Könnt ihr ein bisschen schneller werden? Probiert mal, wie schnell ihr werden könnt. Und wir werden wieder langsamer. Erlösen. Fühlen einfach mal kurz nach, wie unsere Beine sich jetzt anfühlen. Vielleicht merkt ihr schon, die sind ein bisschen wärmer. Und wir lösen. Ihr nehmt eure Füße. Fußspitzen zeigen nach außen, die Fersen gehen aneinander, die bleiben jetzt auch an dieser Position, die bleiben aneinander geklebt und wir kommen mit den Fersen nach oben. Euer Gesäß ist fest aktiviert und wir kommen tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Wichtig ist wirklich bei dieser Übung, dass die Fersen aneinander bleiben und euer Gesäß fest aktiviert ist. Spannt nochmal nach. Hoch und tief. Noch fünf und tief. Noch vier und tief. Drei und tief. Zwei und tief. Beim letzten bleiben wir kurz oben. Aktivieren nochmal fest unser Gesäß, spüren in den Beinen, wie es sich komplett durchverspannt, halten die Balance und wir lösen. Einmal kurz lockern. Die nächste Übung heißt der Sternschritt. Ihr seid hier in einer eurer obligatorischen Mitte und eure Zehenspitze kommt nach vorne. Kommt zur Mitte, kommt zur Seite, kommt zur Mitte und kommt nach hinten zur Mitte. Das eine ist gleich mit dem anderen Fuß. Vor, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, nach hinten zur Mitte. Jetzt kommt die Ferse dran. Vor, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, nach hinten zur Mitte. Vor, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, nach hinten. Im Wechsel. Zehenspitze. Zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, nach hinten, zur Mitte. Anderer Fuß. Zehenspitze vor, zurück. Zur Seite, zurück. Nach hinten, zurück. Ferse. Vor, zurück. Zur Seite, zurück. Nach hinten, zurück. Ferse vor, zurück, zur Seite, zurück, nach hinten, zurück. Noch einmal Zehenspitze, vor, zurück, Seite, zurück, nach hinten, zurück. Vor, zurück, zur Seite, zurück, nach hinten, zurück. Einmal noch Ferse, vor, zurück, Seite, zurück, nach hinten, zurück. Ferse, vor, zurück, Seite, zurück, nach hinten, zurück. Sehr schön. Wir kommen in den Einbeinstand. Ihr kommt mit einem Bein nach oben. Wenn ihr ein bisschen unsicher seid, haltet euch irgendwo fest. Ansonsten einfach das Bein nach oben.
Ihr müsst nicht ganz so hoch, ihr könnt auch hier, aber keine Berührung mit dem anderen Bein. Haltet die Position einfach ein paar Sekunden. Wir lösen, wechseln direkt die Beine, anderes Bein. Noch kurz durchhalten und wir lösen. Nehmt euren Tennisball oder anderen Ball zur Hand, was ihr gerade habt. Wir kommen hier mit diesem Ball, den lassen wir immer auf den Oberschenkel prallen und fangen ihn wieder. Kopf, 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 Kopf. Schöne Wechsel. Ihr könnt es auch ein bisschen langsamer machen. Jede Seite noch viermal, dreimal, zweimal, einmal und wir lösen. Ihr könnt den Ball noch in der Hand halten. Wir gehen direkt in den Tandemstand. Ich zeige seitlich. Eure Ferse geht an die Zehenspitze. Eure Arme sind seitlich ausgestreckt. Ihr verlagert das Gewicht auf beide Beine. Und ihr haltet einfach. Leichtes. Findet euer Gleichgewicht, werdet stabil. Und wir lösen. Nehmt dann schon die Seite. Der Fuß, wo jetzt vorne war, der ist jetzt hinten. Findet auch hier das Gleichgewicht, verteilt das Gewicht auf beide Beine gleichmäßig. Und wir lösen. Jetzt brauchen wir wieder den Ball. Wir geben den Ball unterm Knie durch im Wechsel. Rechtes Bein, linkes Bein. Probiert das Bein nach oben zu bekommen, dass ihr die Arme gestreckt arbeiten lasst. Nehmt den Oberkörper nach unten. Oberkörper bleibt aufgerichtet. Und wir lösen. Ihr könnt euren Ball zur Seite legen. Ihr könnt euch wieder an dem Gegenstand festhalten oder die Übung so machen. Wir kommen ins Bein pendeln, lasst das Bein ganz locker aus der Hüfte raus. Nach vorne, nach hinten pendeln. Und wir lösen, kommen zum anderen Bein. Und wir lösen. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Ich muss kurz noch mein Handtuch holen. Wir kommen nach unten in den Vierfüßlerstand. Wenn eure Knie
nicht in den Vierfüßlerstand möchten, weil die Schmerzen, dann unterlegt euer Knie mit diesem Handtuch, dass das Knie im Freien ist. Dann habt ihr nämlich keine Druckbelastung auf eurem Knie und ihr könnt die Übung genauso mitmachen wie alle anderen auch. Wir sind im Vierfüßlerstand und wir strecken das linke Bein und den rechten Arm aus und kommen nach oben und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch, halten oben. Wir ziehen an. Und strecken. Und ziehen an. Und strecken. Anziehen und strecken. Noch zweimal. Anziehen und strecken. Ein letztes Mal. Anstrengen und strecken. Und wir lösen. Wir wechseln unser Polster zum anderen Fuß, wenn es nötig ist. Ansonsten können wir es natürlich weglassen. Wir strecken das linke Bein, den rechten Arm und kommen hoch und tief. 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 Hoch und wir beugen an und strecken. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und wir lösen. Kommen direkt in die Bauchlage. Handtuch könnt ihr jetzt rauslegen. Benötigen wir vorerst mal nicht mehr. Ihr nehmt die Handflächen übereinander. Legt hier gemütlich eure Stirn drauf ab. Eure Fußspitzen sind aufgestellt. Und ihr spannt jetzt eure Beine komplett an, dass die Knie vom Boden abheben. Beine sind maximal gespannt. Gesäß ist auch aktiviert. Und wir lassen wieder alles los. Anspannen. Und lösen. Alles anspannen. Und lösen. Anspannen, halten und lösen. Ein letztes Mal. Und lösen. Ihr kommt mit den Füßen direkt in die 90-Grad-Position. Ganz locker. Lasst die Beine hier mal locker pendeln. Ihr könnt die Stirn locker abgelegt lassen. Beine locker pendeln lassen, ohne Kraft. Wir lösen, wir bringen unsere Fußsohlen in die Parallelposition zur Decke und wir heben ein Bein ab und schieben es nach oben, andere Seite. Es ist nur eine kleine Bewegung, schöne Wechselarbeiten. Schiebt die Ferse Richtung Decke. Jede Seite noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal. Ein letztes Mal jede Seite. Und wir lösen. Kommen direkt in die Seitlage.
Untere Arm darf gern angeklappt sein oder ausgestreckt, wie es angenehmer ist für euch. Beine sind angewinkelt. Der obere Arm stützt sich vom Körper ab und euer oberes Bein bleibt angewinkelt, zieht an zu euch und kommt nach hinten. Zieht an und schiebt nach hinten. Hier noch viermal, noch dreimal, noch zweimal, ein letztes Mal nach hinten und dann legen wir die Beine übereinander ab. Die Fußsohlen bleiben jetzt aneinander, die Fußkanten, und jetzt öffnet nur das Knie nach oben. Schaut, dass das Becken nicht nach hinten abkippt. Ihr öffnet nur so weit, wie ihr stabil bleibt im Rumpf. Bauch und Gesäß ist aktiviert. Und auch hier machen wir noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal, ein letztes Mal und wir wechseln die Seite. Unterer Arm angeklappt, oberer Arm stützt, Beine sind übereinander, 90 Grad Winkel abgelegt, oberes Bein hängt ab, ihr zieht das obere Bein ran und schiebt es weg. Ach, achtet darauf, dass euer Rumpf stabil bleibt. Auch hier noch viermal, dreimal, zweimal, ein letztes Mal noch nach hinten, dann legen wir die Beine übereinander ab. Die Fußkanten bleiben aneinander, wir öffnen die Knie. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr stabil bleibt im Becken. Noch viermal, noch dreimal, noch zweimal, ein letztes Mal, wir lösen. Drehen uns auf den Rücken, eure Handflächen sind neben dem Körper abgelegt, die Füße sind ausgestellt, schaut, dass die Füße so nah wie möglich am Gesäß sind und wir kommen im Gesäß. Wirbel für Wirbel nach oben. Schauen, dass die Oberschenkel eine gerade Linie zum Rumpf bilden. Rollen uns Wirbel für Wirbel wieder ab. Legen kurz den Rücken ab. Kommen langsam wieder nach oben. Wir rollen uns wieder Wirbel für Wirbel nach unten ab. Legen kurz den Rücken ab. Kommen schon wieder nach oben. Senken uns Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Kommen noch einmal nach oben. Wir halten kurz oben, stabilisieren uns nochmal, Gesäß, Bauch, alles fixiert, recht fest,
Und wir heben jetzt im Wechsel die Fersen nach oben ab. Achtet darauf, dass das Gesäß nicht nach unten fällt. Spannt nochmal nach. Achtung, wir gehen mit beiden Fersen hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Noch 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Wir rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab. Kippen und richten unser Becken mal auf. Und wir lösen. Kommt mit den Beinen in die Tabletop-Position. Wenn ihr eure Arme ausstreckt und eure Knie da sind, dann habt ihr die richtige Position. Arme sind wieder rechts der Körper abgelegt und wir fahren mit den Füßen ganz locker Fahrrad. Und wir fahren rückwärts. Und nochmal vorwärts. Wir lösen. Stell die Füße ungefähr schulterbreit auf. Wir lassen die Knie zur Seite fallen. Komm nach oben. Knie zur anderen Seite fallen lassen. Schön im Wechsel. Ihr werdet merken, bei jedem Mal geht es ein Stück weiter nach unten. Jede Seite noch einmal. Und wir kommen in die Ausgangsposition. Ihr streckt ein Bein lang. Und das andere Bein streckt ihr nach oben. Ihr greift an den Oberschenkel und zieht das gestreckte Bein zu euch ran. Schaut, dass die Zehenspitze nach oben gestreckt ist. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Dehnung. Und wir lösen, beugen das Knie an, stellen es ab. Nehmen das andere Bein nach oben, legen das Bein lang, ab nach unten und ziehen das Bein an uns ran. Wir lösen, beugt das Bein an, halten uns hier gleich fest, wir kommen nach oben in den Langsitz. Wir ziehen jetzt die Zehenspitzen zu uns ran, richten uns vom Oberkörper auf. Wenn ihr hier schon eine Dehnung in der Rückseite der Oberschenkel spürt, dann ist okay, dann reicht es für euch. Wenn ihr hier noch nichts spürt, kommt mit dem Oberkörper nach vorne, probiert eure Schienbeine oder eure Zehen zu erreichen. Spürt die Dehnung, haltet sie
Wir lösen, lassen mal kurz alles locker, werden ganz rund vom Rücken her, bauen nochmal auf, werden gerade vom Rücken, neigen uns nach vorne, jeder in seinem Maß, haltet kurz. Wir lösen, kommen nach oben. Beine sind hüftbreit aufgestellt, zeigt seitlich. Wir kommen in die Rumpfbeuge, ihr kommt hier nach unten, nur soweit eure Knie gestreckt bleiben. Ich möchte keine gedrückten Knie haben. Beine gestreckt, wenn es hier Maximum ist, dann ist es so. Ihr habt hier nochmal eine Dehnung der Rückseite. Haltet die Dehnung. Kommt langsam nach oben. Ihr kommt mit einem Bein gestreckt nach vorne, anderes Bein ist abgewinkelt. Ihr kommt nach hinten, wenn ihr euch hinsetzen wollt, neigt euch nochmal nach vorne, zieht die Zehenspitze zu euch ran. Wir lösen, wechseln die Beine. Bein vor, anderes Bein beugt, Gesäß nach hinten, Zehenspitze ran, Oberkörper vor. Wir lösen, kommen wieder nach oben, kommen nochmal in unsere allererste Bewegung, in die Fußpumpe, ihr seid wieder hüftbreit aufgestellt. Wir fangen wieder mit der Aktivierung an, aktivieren nochmal unsere Beine. Jeder in seinem Tempo. Jeder probiert nochmal sein Maximum rauszuholen. Eine letzte Aktivierung. Und wir lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.